Herzlich willkommen, Leute, zurück zum letzten Spiel der Hinrunde im Fußballmanager 18. Habe ich voll vergessen. Ja, wir haben in der letzten Folge, ja, sind wir aus dem Pokal ausgeschieden. Das ist das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist. Es ist lächerlich, Leute. Es ist einfach nur lächerlich. Wir sind unfähig. Es scheint so, als wären wir unfähig, im Pokal weiterzukommen. Das ist ein Fluch. Ich sag's euch. Es ist ein Fluch. Wir sind einfach kein DFB-Pokal-Mensch. Verein. Kiste. Dingens. Ja. Gut, wäre der Patzer von Baumann nicht gewesen, dann hätten wir da gar keine Probleme gehabt, weil, ich weiß nicht, dann wären wir wahrscheinlich besser reingekommen. Und, ja, keine Ahnung, Baumann hat gerade so ein bisschen mein Vertrauen verloren. Muss ich sagen. Das war halt, er hat halt noch einige sehr, sehr gute Paraden gehabt in der Partie, aber, ja, das reicht halt nicht. Es reicht halt echt nicht, er hat da gepatzt. Und ja, im Endeffekt hat uns das den Pokal so ein bisschen gekostet, weil halt Bremen stark reingekommen ist dadurch, ne? Dass er da so hart gepatzt hat. Und das war jetzt nicht das erste Mal, dass er gepatzt hat. Kann halt sein, dass er langsam wirklich ein bisschen alt wird. Ne? Und er hat starke Saisons bei uns gehabt, gar keine Frage. Baumann, Denkmal steht immer noch, ganz klar. Ja, aber gerade bekleckert er sich nicht mit Ruhm, muss man sagen. Muss man einfach so sagen. Wir gehen heute rein ins letzte Spiel. Und dann würde ich sagen, machen wir noch weiter bis zum 1.1. Ich werde die Winterpause diesmal nicht streamen, weil wir haben einfach keinen Handlungsbedarf an irgendwas. Ich werde euch in dieser Folge dann noch einen Überblick geben. Ja, was, wie, wo passiert ist, auch in den anderen Ligen. Unsere Leihspieler werde ich nochmal zeigen, komplett. Und ich denke, dann brauchen wir auch keinen Stream. Dann machen wir einfach so weiter direkt. Nächste Woche am Montag dann gibt es dann direkt wieder die nächsten Folgen. Ich weiß nicht, vielleicht nehme ich die auch im Voraus auf, weil ich momentan einfach ultra Bock habe, diese Karriere weiterzumachen. Und dann auch ein bisschen, ich habe auch ultra Bock, einfach den Fußballmanager hier zu zocken. Und ja, da habe ich auch mega Bock, die Köln-Karriere weiterzumachen. Und von daher würde ich sagen, ja, gehen wir da mal weiter. Wir gehen rein in das Spiel gegen Augsburg. Heute wird auf jeden Fall wieder, denke ich, ein bisschen längere Folge, würde ich vielleicht sogar meinen. Wir gehen rein mit der Mannschaft, die gerade auf dem Platz ist. Noah ist mit dabei, Neil ist mit dabei, Nils auch, ja, für Lars, der echt nicht in Form ist. Und ich hoffe, wir kommen aus der Winterpause mit einer guten Form wieder raus. Wir werden da auf jeden Fall einige Freundschaftsspiele machen. So viele, wie wir halt machen können. Kein Trainingslager, weil das nervt die Leute immer ultra. Aber Freundschaftsspiele werden wir auf jeden Fall einige machen. Und hoffentlich dann gut aus der Winterpause wieder rauskommen. Da werden wir hier auf jeden Fall drei Freundschaftsspiele machen. Auch viel rotieren, gar keine Frage. Dass auch die Leute wieder, ne, eingespielt werden und auch generell die Form sich in der ganzen Mannschaft verbessert. Werden wir mal schauen, Leute. Wir gehen auf jeden Fall rein gegen Augsburg jetzt. Bis gleich. Letztes Spiel, Hinrunde. Hoffentlich gewinnen wir, damit wir schön mit 40 Punkten aus der Hinrunde rausgehen. Machen wir. Bis gleich. So, Freunde, herzlich willkommen zum letzten Spiel in dieser Hinrunde. Ja, wir sind Erster, wir sind auch Herbstmeister. Da kann Wolfsburg jetzt wenig dran machen und auch Bayern kann daran nichts mehr machen. Wir selber sind momentan echt nicht in einer guten Verfassung. Ja, wir haben die letzten Spiele, wir hatten jetzt eine echt sehr, sehr lange, starke Phase. Aber jetzt auf einmal ist so ein richtiger, krasser Einbruch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hoffe, er hat bei der, nein, individuelle Anweisung möchte ich gerade nicht. Ich hoffe, er hat bei der Taktik jetzt die Abwehrreihe wieder nach hinten gepackt. Ja, es ist momentan echt wie verhext. Es hat sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr gut funktioniert, aber gerade ist irgendwie voll der Wurm drinne. Wir kriegen es irgendwie nicht mehr wirklich gebacken. Ich meine, man hat es wieder gesehen gegen Bremen. Man hat es gesehen gegen Hoffenheim. Man hat es gesehen gegen Gladbach. Also irgendwie scheint da momentan irgendwas nicht zu stimmen. Ich weiß nicht, woran es liegen kann. Es ist alles gut. Es ist alles in Ordnung. Teamdynamik ist wunderbar. Teamwork ist wunderbar. Stimmung ist wunderbar. Moral ist wunderbar. Taktik hat bis jetzt auch funktioniert. Ich weiß echt nicht, woran es liegt gerade. Es ist einfach, der Fußballmanager möchte nicht, dass wir momentan gewinnen. Und er zeigt es uns auch immer wieder. Ja. Er zeigt es uns durch solche Aktionen, wie Baumann zum Beispiel passiert sind.
Aber da müssen wir durch. Ja, ist mal wieder echt eine harte Phase, die wir da gerade durchleben. Aber ich hoffe, wir können das heute gegen Augsburg auch wieder zeigen. Augsburg hat jetzt gerade mal wieder gute Chancen gehabt. Und ich hoffe, wir können uns da durchsetzen jetzt. Chancen uns erspielen. Impact versetzt hier Maxle. Ja, auch wieder jemand von uns. Aber Ball geht nur an den Außenpfosten. Momentan werden wir uns selber nicht ganz gerecht, würde ich sagen. Also momentan sind wir echt auch selber wieder mit uns am Hadern. Die Mannschaft hadert mit sich selber. Olaf mit der 5,5 schon wieder. Wanyama mit einem sehr guten Spiel, Noah mit einem sehr guten Spiel. Konter über Joao Mario. Leder gelangt zu Daniel. Orban rettet vor Impact noch zur Ecke. Ja, und wir haben halt bei den Gegnern momentan echt überragende Defensiven. Muss man halt einfach sagen, überragende Torhüter, überragende Defensiven. Also, da können wir nicht so viel machen. Aber es ist halt echt ein bisschen nervig, ja. Das, obwohl, was ich gerade mal probieren wollte, ich wollte Sascha mal zum Spielmacher machen. Ja, mal gucken, ob das über Sascha als Spielmacher besser funktioniert. In der Offensive. Neil blockt den Ball mit der Hüfte ab. Köse spielt den Ball nochmal raus. Nächster Versuch landet den Arm von Olaf. Schränkend belanglos. Also, auch das ist so eine Sache. Wir sind irgendwie kaum präsent, habe ich das Gefühl. So, unsere Gegner kommen so oft zu Möglichkeiten momentan. Unsere Defensive macht das sehr oft sehr gut. Und wir in der Offensive hapert es momentan extrem. Habe ich das Gefühl. Ja? Also, wir haben wirklich, wir haben eine ganze Zeit lang mindestens immer 3 Tore geschossen. Aber das ist gerade in der Aufnahmesession wieder komplett weg. Es kann jetzt auch in der nächsten Aufnahmesession wieder komplett anders sein. Was ich auch glaube, was es wird. Spieler sind unzufrieden. Okay, Stimmung geht langsam auch runter, gerade nach dem Ausscheiden im Pokal. Aber das ist so eine Sache, es kann doch nicht sein, dass wir hier so hart am Struggeln sind jetzt gerade. Auf einmal, aus dem Nichts so. Heute gut, heute überragend, morgen einfach richtig, richtig schlecht. Übrigens, Leute, hatte sich David verletzt, ist El Bandi jetzt in der ersten Mannschaft, habe ich vergessen zu erwähnen. Ja, Impact mit dem 1:0. Ja, danke. Oh, danke schön, Impact. 19. Tor für ihn in dieser Saison. Wir loben die Mannschaft. Mehr davon. Mehr von sowas. Platzverweis für Orban. Krass, Impact und Orban geraten nach einem harmlosen Zweikampf aneinander. Nach kurzem Wortwechsel wischt Orban seinem Gegner mit der Hand ins Gesicht. Impact lässt sich fallen. Als der Schiedsrichter zum Ort des Geschehens eilt, gibt es die rote Karte. Ja, wenn er das auch macht, wenn er Impact einfach so eine latscht, sollte er nicht tun, sollte er selber wissen als Profifußballer. Wir werden mal wechseln, ziemlich spät in dieser Partie. Daniel geht raus, dafür kommt Lars rein. Nils und Lars wechseln dann. Mirino geht raus, auch nicht gut gewesen in der Partie für Heidi. Eieiei, also momentan wird es uns echt nicht leicht gemacht. Ich meine, die rote Karte von Augsburg jetzt sollte uns eigentlich noch weiter ins Spiel reinbringen. Da sollten wir jetzt eigentlich keinerlei Probleme mehr haben. Ist einfach so. Augsburg hat aber nicht gewechselt, ne, nach der roten Karte. Also sie scheinen da doch hier jetzt mit einem Innenverteidiger weniger zu spielen. Nächste Schwalbe. Gelbe Karte. Also der Schiri greift hier ordentlich durch. Na, was auch in seinem Text da steht. Aber wir sind trotzdem voll belanglos vorm Tor. Das ist schrecklich. Echt schrecklich. Wir machen ja gar nichts. Die sind in Unterzahl, Leute. Bringen wir Fabian rein. Für Sascha. Also, das ist ja mal unterirdisch, was wir da gerade abliefern. Kannst du keinem erzählen. Die sind halt wirklich in Unterzahl. Wir haben einen Innenverteidiger weniger. Und wir bringen nichts zustande. Nichts. Gar nichts. Keins mehr. Gut. Wahnsinn. Ah. Kriegen wir mal eine Möglichkeit. Obacht, meine Freunde. Joao Mario steckt den Ball hoch in den Strafraum. Impact legt quer auf Nils.
Torwart zwingt da aus 11 Metern zu einer tollen Parade. Ich weiß nicht, was das gerade ist. Wir sagen nochmal Konzentration. Wir sind ja echt erschreckend belanglos vorne gerade. Also keine Ahnung, woran es liegt. Aber es passt momentan irgendwie einfach nicht. Zumindest vorne nicht. Opferverlängerung von Fabian auf Lars. Stanic stellt ihn ins Abseits. Eine Minute wird nachgespielt. Und wir gewinnen 1:0. Dank dem rettenden Tor von Impact mal wieder. Ja, und gehen mit 40 Punkten und 5 Punkten Abstand auf den zweiten Platz in ja, die Winterpause. Als Herbstmeister, sehr, sehr schön. Sehr, sehr cool. Natürlich kleines Trostpflaster. Wir gehen in den Nachbericht. Und ja. Ja, was soll man sagen? Es war wieder kein gutes Spiel. Also, ich weiß nicht, was das heute, also was das gerade soll. Wir sind voll belanglos. Wir haben zwar Ballbesitz, machen aber nichts draus momentan. Also, wir gewinnen zwar das dritte Spiel jetzt in Folge in der Liga wieder, aber wie wir gewinnen, ist echt nicht gut. Also, es ist nicht der Fußball, den wir gewohnt sind zu spielen eigentlich. Das sollte sich ändern. Cristiano Junior wieder in der Mannschaft der Woche. Es scheint bei Bayern gerade echt überragend zu sein. Also auch er profitiert ja von einem Wechsel. Setzt sich wohl bei Bayern langsam durch. Bayern hoffentlich erkennt das. 3-2 gewonnen. Ein Tor, drei Tore von Cristiano Junior. Der hat heute einen Hattrick gemacht, der Gute. Wahnsinn. Wahnsinn. Also Bayern ordentlich unterwegs. Profitiert hier von Cristiano Junior, aber hart. Ja, geil. Sehr, sehr schön. Also, da kann sich Nini auf jeden Fall stolz sein. Er hat erstmal auch, wer war da vorne noch? Selke haben die nicht. Wen haben die? Haben die Selke? Wen hatten die denn da vorne noch? Selke war es, glaube ich, ne? Ja, ich glaube schon. Ist halt nur, Justin ist halt irgendwie ein bisschen abseits momentan, obwohl er eine 82 im defensiven Mittelfeld hat. Und dann Kimmich. Eine 83. Wow. Jetzt spielt er wegen einer Stärke nicht. Weil Kimmich gerade besser drauf ist. Ich hoffe, dass sich Justin aber dann auch noch bald durchsetzen kann. Und ich hoffe, dass Cristiano jetzt so langsam Stammspieler da ist. Ich meine, er hat 3 Buden gemacht. Warum treffen die eigentlich überall nur bei uns nicht? Ja, wir waren heute Sechster. Also, wir waren nicht so überragend schlecht. Aber wir waren wirklich schlecht heute wieder. Belanglos. Nicht schlecht, belanglos. Und Cristiano bei den Bayern, absolut notenbester Spieler, wenn man von 8 Spielen ausgeht. Krass. Absolut krass, der Boy momentan. Also er bei den Bayern geht durch die Decke. Auf jeden Fall. Impact, Torschützenkönig mit 1,36 Toren pro Spiel. 24 Scorerpunkten schon. Da ist er auf jeden Fall wieder gut abseits. Weit vorne. Der hier von Hannover hat aber auch die Saison seines Lebens. Absolut. Fair Play. Wir sind sogar wir gehen sogar als fairste Mannschaft in die Winterpause. Das ist ja so schön. Und wir sind Herbstmeister. Wie die letzten 3 Male auch schon. Und ja, mal gucken, ob wir diese Saison auch wieder Meister werden können. Also wir sind so oft jetzt schon Meister geworden. Haben Bayern da komplett. Also wirklich, das letzte Mal war Bayern Meister in unserer zweiten Saison. Ich glaube, davor waren sie auch Meister. Ja. Und danach haben wir uns die Meisterschaft geangelt. Und seitdem einmal Dortmund, einmal Wolfsburg in der 22-23er Saison, wo Wolfsburg so überrasiert hat. Ja. Und danach ein bisschen dominant mittlerweile. Wir unterwegs. Gefällt mir aber eigentlich ganz gut. Auch wenn wir uns gerade immer wieder so schwer tun. Aber schreibt es mal in die Kommentare, Leute. Stelle ich mich da einfach nur an gerade? Oder sind das einfach so Phasen, die man überstehen muss? Dass das halt eine gute Mannschaft auszeichnet, wenn man sowas übersteht und dann gestärkt da rausgeht? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir machen mal hier Freundschaftsspiel gegen unsere zweite. Machen hier ein Freundschaftsspiel. Laden wir uns einen Club ein, würde ich sagen. Gehen wir mal in die dritte oder so. FSV Frankfurt, ab dafür. Ich hoffe, die spielen da nicht. Ne, die dürften eigentlich nicht spielen. Hier machen wir mal ein Hallenturnier.
können wir auch ganz gut machen. Und hier machen wir dann ein Freundschaftsspiel. Laden wir uns noch einen Club ein. Vielleicht ja sogar jemand, mit dem wir verpartnert sind. Wem sind wir denn nochmal verpartnert? Operation Preußen-Münster. Die finden das nicht so gut. Rot-Weiß-Oberhausen. Laden wir uns doch mal Oberhausen ein. Ich meine, das spielt Krauer. Sollen wir ein Freundschaftsspiel gegen Krauer? Hab ich Bock drauf. Laden wir uns Oberhausen. Wo spielen die denn? Regionalliga West müsste es sein, oder? Die ist gerade echt auf dem Schlauch ein bisschen. Regionalliga West. Und sind da 15. What? Eieiei. Obwohl die den Krauer haben. Müssen gerade mal Forderungen auch ein bisschen erhöhen. Impact haben wir 166 Millionen Forderungen. Krass. Was wollte ich jetzt tun? Ah, genau. Ich wollte ein Freundschaftsspiel organisieren. Ist schon spät, Leute. Verzeiht mir das. So, Freundschaftsspiel. Einladen. Regionalliga West. Rot, Weiß, Oberhausen. Warum war bei uns? Sehr schön. Gehen wir weiter. Ja, und dann gibt es gleich noch am 1.1. würde ich sagen, machen wir da mal den Überblick. Wir haben übrigens den besten Außenbahnspieler, Daniel Jerome, übrigens in der internationalen Klasse bei Leipzig. Wechselt. Ach ja, der wechselt ja. Hä? Dann hat sich Real Madrid jetzt Jerome und Kevin gekauft? Für Rechtsverteidigerposten? Okay, gut, wenn man das so möchte. Aaron dahinter. Ja, Luca und so, die können noch gar nicht wirklich. Die sind dafür noch ein bisschen zu jung. Daniel übrigens der Jüngste. Er ist ja auch erst 22. Vielleicht ist es aber noch ein bisschen, das könnte natürlich auch sein, wir haben sehr, sehr viele junge Spieler in der Mannschaft. Ich meine, die haben schon so einen Impact. 21 Jahre alt, zweimal Weltfußballer geworden, möchte man meinen, der hat schon die Erfahrung, hat er aber noch nicht. Ich meine, der ist zweimal Weltfußballer geworden, hat aber noch kaum Erfahrung gesammelt. Vielleicht liegt es auch daran, ja, dass sich die Spieler so ein bisschen schleifen lassen mit ihren jungen Jahren, keine Ahnung. Maurice übrigens im weiten Kreis aufgerückt, ist 6 Wochen verletzt gerade, aber macht bei Hoffenheim auch gute Spiele, muss man ja sagen, ne? Ist bei Hoffenheim hat er sich gut an die Spitze gespielt. Also in der Mannschaftsintern, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Ist einer der Stärksten. Fabian übrigens der Beste im Mittelfeld. Und der Jüngste. Der Beste ist Brennett. Er ist aber Verteidiger. Ist klar. Gut. Und Stürmer. Wer soll es auch sonst sein? Absolut Impact. Impact ist der Jüngste und der Beste. Ich glaube, besseren Stürmer momentan gibt es nicht auf der Welt wie ihn. Und ich hoffe, er kriegt jetzt endlich mal eine Auf- und Abwehr, also eine Aufwertung am 1.1. Das kannst du ja nicht erzählen, ey. So, Freundschaftsspiele wurden akzeptiert. Gegen unsere zweite Mannschaft werden wir halt sowas von rotieren. Und wir sind auch noch das beste Team im Jahr 2025. Sehr schön. Mit einer Tordifferenz von 65. Wir haben gerade mal 26 Tore kassiert und 91 geschossen. 6 Niederlagen. 2,4er Durchschnitt. Okay. Justin verlängert seinen Vertrag bei Bayern. Alles klar. Da ist er wohl doch zufrieden. Ist er wohl auf jeden Fall zufrieden. So wie es aussieht. So. Wir rotieren hier absolut durch. Wanyama als Rechtsverteidiger. Alles klar, kann man machen. Gehen wir aber im Videotext durch. Schauen wir mal. 1-0. 2-0. 3-0. Gegen unsere zweite 4-0. Gut, da wird unsere zweite Mannschaft ordentlich weggeballert. Alles klar. Ach ja, warte, fuck. Da kann ich nochmal in die Mannschaft rein irgendwie? Kann ich hier nochmal in die Auswechseldings rein? Statistikzentrale. Ah, ich habe jetzt halt nicht gesagt, dass ich auswechseln soll. Zur Halbzeit, jetzt habe ich nicht gewechselt. Easy. Okay, die zweite Mannschaft komplett auseinandergenommen. Kann man mal machen. Markus hier mit einem richtig guten Spiel. Ja, den behalten wir, denke ich, auch im Winter. Eieiei, also unsere zweite Mannschaft absolut dominiert mit einem 5-0. Die ist auf jeden Fall ordentlich im Arsch jetzt gerade. Justin verlängert seinen Vertrag bis 2029. Verdient jetzt 8,5 Millionen. Hat keine Ausstiegsklausel. Okay. Scoutings abgeschlossen. Eintracht und Braunschweig. Beide Eintracht, Frankfurt und Braunschweig haben Interesse an uns und Max ist verunsichert. Okay. Aber wir haben damit gerade, wir haben die zweite Mannschaft damit gerade ordentlich durcheinander gebracht. Kann auch gerade mal in ein Trainingslager fahren, würde ich sagen.
Einfach für 26 Tage. Haut da rein, Freunde. Können wir gerade mit der Jugend auch mal machen. Da sollte ja auch Pause sein. Gehen alle mal Brisham Abbey. 21 Tage zum Winter. So, und wir sollten jetzt gleich die Auf- und Abwertung haben. Und wenn Impact da nichts bekommt, ne, dann so als Weltfußballer, momentaner Torschützenkönig und Topscorer, da frage ich mich halt, was soll er sonst noch machen? Ja, wenn das nicht reicht, um eine Aufwertung zu bekommen. Timo Werner bei Schalke übrigens, Fußball des Monats. Erstmal nicht in der ersten Mannschaft, es tut mir leid. Ich wollte gerade mal gucken, Merchandise. Also Impact wird die Saison doch locker. Also er hat jetzt schon zur Hälfte 51.000 Trikots verkauft. Alter, der wird doch locker 70.000 Trikots verkaufen, wenn nicht sogar noch mehr. Wir hauen hier mal ordentlich Marketingkampagnen rein. Also, das wird doch richtig eskalieren noch mit ihm. Die Saison. Ich meine, er ist jetzt nochmal Weltfußballer geworden. Das wird doch locker eskalieren mit ihm. So, Auf- und Abwertung. Machen wir auf jeden Fall schnell. Nur Luca. Jetzt Real Rap. Nur Luca. Aus der ersten Mannschaft. Ist okay, dass Luca die Aufwertung bekommt, aber nur Luca. Er ist enttäuschend. Absolut enttäuschend. Zweite Mannschaft, Hendrik kriegt eine Aufwertung von 2 Punkten. Das ist gut. Robin bekommt eine Aufwertung noch. In der Jugend bekommt es Michael. Antonio, ist der neu? Nee. Antonio war schon drinne. Karim bekommt eine Aufwertung und Fabu bekommt auch eine Aufwertung. Das ist schön, aber okay, nehmen wir jetzt so. Lars geht auf jeden Fall nicht zu Chelsea. Auf jeden Fall nicht. Ja, da sind die Leute an Laien von Max interessiert. Könnten wir das tun, theoretisch? Ganz theoretisch könnten wir das sogar tun. Dann schauen wir mal, wo geht's denn hin für Lars? Die wollen den halt alle. Zu Oberhausen? Sollen wir Oberhausen mal? Komm, wir bringen den mal zu Oberhausen, würde ich sagen. Obwohl, das bringt ihm halt nichts. Ich würde halt nur den Verein damit pushen. Das bringt ihm halt absolut nichts. Dann geht er doch eher in die zweite Liga. Dritte Liga bringt ihm halt auch eigentlich nichts. Wir schicken ihn mal in die zweite, zu 1860. Max, zack. Ja. Ja. Muss halt 90% der Ligaspiele spielen. Das heißt, er wechselt. Max wechselt gewiss Kooperationsvertrag. Sehr schön. Die anderen werden aber nicht verkauft, sonst ist unsere zweite viel zu klein. Besiktas ist interessiert an Robin. Robin ist auf der Transferliste bei Lautern. Und Besiktas ist interessiert. Wollen sich dann einen türkischen Spieler holen. Wenn es passt. Wenn das möchte, soll das machen. Ja. Dings ist weg, Kevin. Ist ein bisschen traurig, dass Kevin jetzt weg ist. Aber okay. Ah ja, genau. Ich wollte gerade schon einfach so weiterspielen. Wir gucken uns mal einen Überblick an. Ligatabelle. Wir sind natürlich Erster. Auf den Abstiegsplätzen Ingolstadt. Die Mucke geht mir gerade hart auf den Nerv. Ingolstadt, Mainz und Augsburg, ja, sind da weit unten. Ingolstadt, Schießbude, so ein bisschen, haben noch keinen einzigen Sieg eingefahren in 17 Spielen. Das ist auf jeden Fall bedenklich. Ja, zweite Liga, schauen wir auch mal drauf. Lautern und Freiburg vorne mit dabei. Sandhausen auf der Relegation. Auch mit ein bisschen Abstand auf Union der Berlin. Da ist Holstein Kiel leider und Chemnitz und auch Braunschweig leider mit auf den Abstiegsplätzen. Nürnberg auch sehr weit unten als Absteiger. Haben ein bisschen Probleme in der Liga. Dann würde ich sagen, schauen wir nach England. Da ist Chelsea vorne. Arsenal als letztjähriger Meister ein bisschen abgeschlagen. Middlesbrough, Crystal Palace und Norwich auf den Abstiegsplätzen. Weite Liga brauchen wir nicht angucken. In Frankreich ganz interessant. Lyon erster. Ja, gefolgt von Lille und keine Ahnung. Sochaux heißt es. Glaube ich, bin kein französischer Mensch.
Olympique Marseille mit Tobias leider nur auf dem sechsten Platz. Ist ein bisschen, aber die letzten drei Spiele gewonnen. Sehr, sehr schön. Guck mal gerade mal rein. Gyrassi trifft da hart. Ja, auch mit da. Ist das der Gyrassi? Ist der denn? Ist er nicht? Jero Gyrassi. Wo ist er? Ja, blind? Oder ist es ein anderer Gyrassi? Hat doch Gyrassi getroffen, oder? Ich bin doof. Ich finde ihn gerade einfach nicht. Hä? In der zweiten Mannschaft ist er aber nicht, ne? Ich bin gerade echt doof, oder? Oder haben die den jetzt verkauft? Ne, locker jetzt verkauft. Gyrassi. Zugänge. Abgänge. An Inter Mailand verkauft. Alles klar. Und es ist wirklich der Gyrassi. Krass. Er ist bei Inter Mailand. War schon bei Vereinen wie Real Madrid. Ist von uns zur Hertha gewechselt. Von da aus zu Real Madrid, von da aus zu Marseille und von da aus jetzt zu Inter Mailand. Also er geht seinen Weg. Hat schon bei Real Madrid gespielt. Easy. Easy Karriereweg. Ja, und Tobias, hoffe ich mal, wird jetzt dann der neue, wird dann jetzt hier der neue erste Stürmer. Ja. Sehr, sehr interessant. Guck mal nach Italien, da ist AC Mailand erster, dicht gefolgt von Juventus. Ich denke, weiß man nicht, vielleicht wird Juventus da ja sogar noch Meister. Was halt cool wäre, wenn AS Rom Meister werden würde, weil das spielt halt Teratox. Ja, guck mal nach Spanien, da ist Atletico Madrid mit ein bisschen Abstand erster. Finde ich auch sehr cool. Real Madrid zweiter, Barcelona mit unserem Pazlak nur auf dem dritten Platz. Aber auch nicht so weit weg vom zweiten. Ich würde sagen, das reicht erstmal für die Liga. Und dann gucken wir uns jetzt noch, oder für die Ligen, und dann gucken wir uns jetzt noch unsere Laien an. Denn da haben wir einmal Krauer, der ja gemäß Kooperation gewechselt ist, da auf jeden Fall Stammspieler ist. Bei Rot-Weiß Oberhausen. Oberhausen nicht so gut unterwegs, aber ich denke, Krauer freut sich. Weil er macht endlich mal Spiele. Ja, er spielt endlich mal wieder wirklich geregelt Fußball. Er hat ja, seit er zu Rostov gewechselt ist, und das war im Jahr 2022, hat er fast drei Jahre kein einziges Spiel gemacht. Er hat bei der Fortuna jetzt letzte Saison ein bisschen was gespielt, 8 Spiele, aber das ist seit 3 oder 4 Jahren das erste Mal, dass Krauer Einsatz bekommt. Das ist traurig, aber Mission Save the Krauer läuft immer noch. Ja, wir werden ihn wieder rehabilitieren. Safe. Ja, ganz safe. Gucken wir auf den nächsten, Klaus Schinken. Stammspieler bei Groningen. 3 Buden gemacht. Groningen momentan 6. in den Niederlanden. Und, er ist gar kein Stammspieler. Er ist hier außen vor momentan. Da sind 2 Leute stärker. Ich hoffe, da kann er sich wieder zurückkämpfen. Das wäre auf jeden Fall schön. Ja. Marcel Sivas bei ZSKA Moskau. Auf jeden Fall sehr, sehr gut unterwegs. 13 Spiele, 12 Tore für Moskau. Ich denke, da kann man auf jeden Fall mit ihm sehr, sehr zufrieden sein. Moskau 3. in der russischen Liga. Ja, da kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Ja, da braucht man jetzt nicht irgendwie... 13 Spiele, 12 Tore ist ein Wahnsinnsergebnis. Ich wollte gerade noch gucken, ob er Stammspieler ist. Ist er. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr cool, wenn der da auch noch vielleicht Meister werden könnte. Hat auch schon einen Marktwert von 30 Millionen mittlerweile. Ist da ja gar nicht mal so weit vom Meister weg. Also Zenit ist da mit 43 Punkten 5 Punkte weg. Das ist auf jeden Fall machbar noch. Dann haben wir Arne bei Palermo. Auch Stammspieler, 17 Spiele gemacht bei US Palermo. Die sind im Mittelfeld, 8. Platz in der italienischen Serie A. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, türkischer Nationalspieler, meine ich auch, unser Arne Deutschmann. Krass. Übrigens, Markus Bauer ist der beste aktiver Feldspieler. Und Olaf ist der beste aktive Torwart. So haben wir da auf jeden Fall in der türkischen Nationalmannschaft schon 2 der besten Spieler bei uns. Und der eine ist 20,
20. Wahnsinn. Gehen wir weiter. Vincent Reiser, 1860 München. Ich denke auch Stammspieler. Ja, alles andere ist lächerlich. Hat jetzt Unterstützung von Max bekommen. Der da hoffentlich dann auch Stammspieler sein wird. Er muss Stammspieler sein. 90% der Spiele muss er spielen auf jeden Fall. Thomas. Bei Krakau. Auch Stammspieler. Alles andere wäre lächerlich, wenn er da nicht Stammspieler wäre. Ist er auch. Ja, mit Abstand krasseste Talent. Läuft gerade nicht so gut unter dem Trainer im Verein. Also allgemein wirklich. Läuft es nicht so gut. 8. Platz nur. Krakau, obwohl sie die drittstärkste Mannschaft haben in der Liga. Das läuft auf jeden Fall gerade nicht so. Ich hoffe, da gibt es auch noch eine Steigerung. Noah Schaar, 11 Spiele gemacht für Sandhausen. Ich hoffe, er ist Stammspieler. Nee, ist er nicht. Ist er in der Tat nicht. Wo ist er denn, der Noah? Da ist er. Doch, ist er. Er ist Stammspieler. Doch, ich habe Kacke gelabert. War wahrscheinlich verletzt oder so. Sandhausen, Dritter in der zweiten Liga. Da ist vielleicht auch ein Aufstieg drin, ne? Und ja, vielleicht macht er ja den Aufstieg mit, unser Noah. Chris Marley, Stammspieler auch bei 1860. Links außen, ne, da haben wir jetzt drei Leute bei denen. Also er sollte auf jeden Fall, ja, ist links Mittelfeld ist er Stammspieler, aber er sollte auf jeden Fall bei 1860 Stammspieler sein, der gute Chris. Und dann haben wir jetzt drei Leute da sogar. Und die haben Ribamar immer noch. Wir haben jetzt Vincent da, dann haben wir Chris da und jetzt dann Max. Krass, drei Leute bei 1860, sollte doch mal besser laufen jetzt. Peter, bei Stuttgart auch Stammspieler. Ja, macht da in der ersten Liga auf dem 12. Platz. Denke ich, eine solide Saison. Ist der stärkste Spieler mit ein bisschen Abstand bei Stuttgart. Talent auch zu den, oben gehört er auf jeden Fall zu den talentiertesten. Und ich glaube, er gehört auch zu den jüngsten im Kader. Und er ist der Stärkste. Zeichnet sich mal wieder aus. Sehr, sehr schön. Teratox geht bei der AS Rom absolut durch die Decke. 16 Spiele, 15 Tore in der Liga. AS Rom auch momentan Dritter. Teratox, stärkster Spieler bei Rom. Fühlt sich da, denke ich, richtig wohl. Übrigens Gelson Martins mit einer 69 und einem 4-Sterne-Talent. Ich glaube, der hat mal ein 9-Sterne-Talent oder sogar noch höher. Also wir sehen hier Teratox in fast jedem Spiel mit dabei mit Toren. Ist auf jeden Fall ultra stark unterwegs. Ja, kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Bin ich sehr, sehr glücklich drüber, dass er da so gut einschlägt. Ja, bei Rom und vielleicht ist danach ja ein Verkauf zu Rom drin, ne? Wenn er sich da so wohlfühlt, bei uns wird er auf lange Sicht, glaube ich, nicht erfolgreich spielen. Warum dann nicht an Rom verkaufen? Ja, wenn, vielleicht sind sie ja sogar interessiert, wenn er sich da wohlfühlt. Lars bei Mainz, auch Stammspieler. Alles andere wäre auch, glaube ich, nicht cool, wenn Lars da nicht Stammspieler wäre. Mainz momentan ja nicht so gut unterwegs. Natürlich, ja, ne, Lars dann auch nicht so glücklich da gerade. Junger Spieler, Ambitionen eigentlich höher als Abstieg. Ich denke, da würde es sich dann früher oder später, wenn er nicht mit der Mannschaft in die zweite geht, auf den Wechsel hinauslaufen. Dann haben wir Marcel, 10-Sterne-Talent bei Union. Die sind ja momentan auch so ein bisschen, kann man sagen, zusammen mit Marlon übrigens, ja. Union da mit Ambitionen nach oben gegen Worms verloren. Da hätten sie vielleicht gewinnen müssen. Marlon hat ja auch erst seinen Vertrag verlängert, meine ich. Wir können den jetzt gerade nicht angucken, weil wir zu viele Fenster aufhaben. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, ist halt aber auch nicht gerade in der Startaufstellung. Der gute Marcel, hier mit einer 73. Warum auch immer, vielleicht war er gerade verletzt. Wissen wir nicht. Er hat auf jeden Fall 17 Spiele gemacht und auch schon 4 Tore. 26 Millionen Marktwert, kann sich sehen lassen. Max jetzt gerade erst hingewechselt zu 1860. Da werden wir sehen, wie er sich weiterentwickelt. Geht auf jeden Fall jetzt in die Liga nach oben. Von unserer zweiten in die, von der dritten in die zweite Liga. Ist auf jeden Fall dann auch nochmal ein bisschen Steigerung dabei. Sogar ein ganzes Stück Steigerung dabei. 1860, ich hoffe, der kann da in der Innenverteidigung einiges reißen, hat ja schon sehr, sehr starke Werte. Er ist vor allen Dingen mega schnell für den Innenverteidiger. Ich weiß gar nicht, wie groß ist er. 1,86 ist halt auch nicht so klein.
Und ist in der deutschen U21. Ja, und dann sind wir wieder bei Krauer. Haben wir durch. Die Leihspieler ist auf jeden Fall, wir sind jetzt auch schon wieder am Limit, 14 Leute, ne, Leihleute. Ja, das war die Hinrunde, Freunde. Wie gesagt, einen Stream wird es diesmal nicht geben. Ich meine, wir haben nicht wirklich viel zu tun. In dieser Saison gehen wir wieder komplett oldschool, ohne Stream. Ich denke, das ist auch mal okay. Und ich würde sagen, Freunde, gehabt euch wohl. Ich werde auf jeden Fall die Winterpause, werde ich jetzt offstream machen. Und dann sehen wir uns wieder zum Start der Rückrunde am Montag. Heute eine etwas längere Folge. Schreibt in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt. Kann ich auch noch zeigen als Übersicht. Aber ich denke jetzt mal die Liga und also die verschiedenen Ligen, Top-Ligen und unsere Leihleute mal als Übersicht. Reicht, glaube ich, oder? Ich glaube, das reicht. Übrigens, Luca, bester Newcomer der Saison gewählt worden. War auch offscreen. Ja, da würde ich sagen, gehabt euch wohl, macht euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag mit dem Start der Rückrunde wieder. Checkt auf jeden Fall auch die Football Manager von Sega Folgen ab. Auch mega geil momentan. Macht ultra Bock, bin ich auch mega in der Sucht. Und ja, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was, Leute. Ciao.